Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Night of the Rabbit. Wir haben in der letzten Folge uns ein paar Geschichten von den Steinen angehört. Und ich würde sagen, das machen wir heute noch ein bisschen weiter, um hier die Geschichte des Mausewaldes zu erfahren. Der Mauswald wurde Mauswald genannt, weil es hier viele Mäuse gibt. Aber nur weil er Mauswald heißt, kann es hier nicht nur Mäuse geben dürfen. Sondern auch Eichhörnchen. Und Igel. Und all die anderen. Genau. Und da ist wieder unsere lustige Katze. Die Fuchsstatue. Sieht einfach eher aus wie eine Katze, oder? Na gut, sie hat natürlich Fuchsschwänze, aber... Du bist lustig, kleiner Junge. Du bist lustig, kleine Statue. Sie ist sehr einsilbig. Sie redet immer dasselbe, oder? Edith. Wir reden mit Edith. Hallo. Hallo, du. Na, trägst du wieder Pakete aus? Nein. Ich habe gehört, dass es hier nachts draußen auf den Feldern spuken soll. Das würde ich mir ja gerne ansehen. Aber ich finde das viel zu gruselig. Okay. Also muss wahrscheinlich Jerry mitgehen und muss ihr helfen, oder? Fahrt durch die Felder. Wir müssen erstmal in die Stadt. Denn wir müssen ja den Kaffee besorgen und den Kuchen für die Party. Wir reden nochmal mit der Stadtwache mit Platt. Willkommen im Mauswald, Neuankömmling. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über dem Wald. Gut, dann machen wir das so. Hier gibt's auch noch Stadt. Da ist noch einer. Dass die hier rein dürfen, ohne dass die Stadtwachen die aufhalten, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Hattest du schon einmal einen dieser Tage, an dem einfach alles schief ging? Wünschtest du nicht, jemand hätte eine Heilung dafür? Ich wette, Mauswald wird bald sehr viel Heilung brauchen. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Sicher. Seltsamer Kerl. Ich mag den nicht. Ich mag den wirklich nicht. Statuen am Rathaus. Was? Ein neuer Lehrling? Es scheint ziemlich gut mit dem neuen erlernten Zaubersprüchen umgehen zu können, findet ihr nicht? Und irgendwas sagt mir, dass er uns hören kann. Seht ihr das da? Das sieht doch aus wie das hier. Das bringt nichts. Nein, das sieht aber genauso aus wie das Ding, was ich hier in der Hand halte. Das bringt nichts. Merkwürdig. Das Ding sieht genauso aus. Jetzt gehen wir mal hier ins Bistro. Le Stammbaum. Baumstammcafé. Aha, sieh mal einer an, wer da zu Hause, wer da zu Besuch ist.
Da bist du ja wieder. Siehst du, was du angerichtet hast? Was denn? Pah, Nebenwirkungen. Ich leide unter Schlaflosigkeit. Und das auch noch tagsüber. Entschuldigung? Schon in Ordnung. Immer noch besser als Zwergenschnupfen. Wenn mir nur nicht so langweilig wäre. Vielleicht können wir Quartett spielen. Karten? Pah, also gut. Nehmt eure Plätze ein. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. So, mal gucken, was wir spielen können. Wir könnten jetzt nachfragen nach... Was haben wir denn? Wo haben wir denn die besten Chancen, was zu erreichen? Wir machen Blätter und fragen nach der 1. Die Karte hast du ganz bestimmt. Gut gespielt. Sehr gut. Mal sehen. Und wir fragen nach Blätter 4. Die Karte hast du ganz bestimmt. Na, warte. Ah, Mist. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Wir fragen nach Kleeblatt 1. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Sehr gut. Quartett. Quartett. Mal sehen, welche Karte du da hast. Ihr habt leider nicht Platz 2. Das haben wir ja schon nachgefragt. Deswegen fragen wir jetzt mal nach Schriftzeichen 1. Ach nee, 1 haben wir. 3. Die Karte hast du ganz bestimmt. Mal sehen, welche Karte du da hast. Schriftzeichen 4. Die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Quartett. Schon wieder ein Quartett. Mal sehen, welche Karte du da hast. Wir fragen nach Augen 4. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Mal sehen, welche Karte du da hast. Wir fragen nach Augen 3. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Ja, Quartett. Quartett. Mal sehen. Wir fragen nach der. Die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Der hat alle Karten, die ich mal habe. Mal sehen. Wir fragen nach Bären 4. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein, schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Die fehlende Karte hat er nicht und die fehlende Karte hat er auch nicht. Wir müssen also nach denen fragen. Wir fragen nach der 4. Die Karte, die hast du bestimmt. Ja, das war Absicht. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Wir fragen nach Gesichter 1. Die Karte hast du ganz bestimmt. Spannend. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nimm nur, die wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Schade. Gegnerquartett. Gegner fragt nach Karte. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Er hat nur noch 3 Karten. Und die Karten, die wir haben wollen, die hat er nicht. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Quartett. Quartett. Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Ich war mir sicher, dass das klappt. Karte aufnehmen. Quartett. Quartett. Spiel vorbei.
gewonnen! Das stand aber kurz, du hast verloren, meine oder? Meine Zwergwurzeln warten. Wir haben Blätter 4 bekommen. Ja, das hatte ich natürlich vergessen, dass wir jetzt auch Karten spielen müssen, immer gegen die. Ich guck mal, was es jetzt hier noch so Neues gibt. Was wollten wir eigentlich hier? Wir wollten einen Café haben. Für die Stadtwache. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Und wir wollten eigentlich nachfragen, was mit dem Kuchen los ist. Extravagant. Willkommen zurück. Nein, nicht Kaffeemaschine. Wegen den Vorbereitungen für das Wipfelfest. Nee, ich habe gehört, die Hasenfamilie wartet auf eine Torte. Ich habe gehört, die Hasenfamilie wartet auf eine Torte. Ja, ja, die feiern jeden Abend und haben ganz spezielle Wünsche. Aber mir fehlen leider ein paar Zutaten. Hast du auch zufällig eine Liste für mich? Ja, du hast's erraten. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen und du kannst sie den Hasen bringen. Okay, das kriegen wir hin. Bis später. Pass auf dich auf. So, wir gucken mal nach. Fehlende Zutaten für den Kuchen für Familie Hase. Eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Also ein paar süße Früchte. Ich weiß nicht, Hagebutten sind keine süßen Früchte. Was wir auf jeden Fall haben, ist Schokolade. Wenn ich hier zu lange lese, machen die zu und setzen mich vor die Tür. Zu den Zwergen. So, zu den Zwergen. Haben wir denn schon mit der Maus Karten gespielt? Keine Zeit, leider. Schade. Ja, dann gehen wir raus. Und gehen hier oben hin. Jetzt lesen wir unser Buch. Mein Kaffee ist abgekühlt. Oh Mann, ey. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Was? Wer? Was? Wieso? Ah, das ist Anjas Kaffee. Moment, wie bist du da dran gekommen? Ach so, er ist kalt. Da haben wir's. Oh, ist das ein Problem? Natürlich ist das ein Problem. Er muss so heiß sein wie Lava. Dann erst ist es Kaffee. Er muss brennen, lodern, oh ja, so richtig. Der Rest ist doch nur braunes Wasser. Kein Kaffee für mich und dabei bin ich so müde. Tja, wie wählerisch manche sind. Naja, dann finde ich eben einen Weg, heißen Kaffee zu besorgen. Ja, da hat er schon recht. Also Kaffee muss heiß sein. So, dann müssen wir also jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Sollen wir wieder alles ablaufen und erst mal gucken, was so los ist? Haben wir denn schon Karten gespielt gegen die Mäuse? Sowas können wir nicht in Zahlung nehmen. Nein, nein. Haben Sie Lust zu spielen? Für sowas habe ich keine Zeit. Sehr gerne. Na also. Nehmt eure Plätze ein.
Das nächste Spiel. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Wir fragen nach Kleeblatt 1. Die Karte hast du ganz bestimmt. Na, verflixt. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Oh, das war meine Lieblingskarte. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Oh, die sind schwieriger. Die lassen sich nicht so schnell. Wir fragen nach Kleeblatt 4. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Mal sehen, welche Karte du da hast. Als nächstes fragen wir nach Bären 2. Die Karte, die hast du bestimmt. Ich war mir sicher, dass das klappt. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nimm nur, die wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Wir fragen nach Bären 3. Die Karte, die hast du bestimmt. Ach, das hätte ich wissen können. Karte aufnehmen. Bären 2. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Woher wusstest du das nur? Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Wir fragen nach Bären 4. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Mal sehen, welche Karte du da hast. Bären 2 haben die nicht, also deswegen wählen wir jetzt aus Kleeblatt 1, weil die haben in der Zwischenzeit neue Karten gezogen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Ich war mir sicher, dass das klappt. Schade. Karte aufnehmen. Quartett. Schon wieder ein Quartett. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte. Schade. Gegnerquartett. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Gegnerquartett. Wähle eine Karte. Oh, das verlieren wir. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Na, warte. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Wir fragen nach der 1. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Mal sehen, welche Karte du da hast. Wir fragen nach der 3. Die Karte, die hast du bestimmt. Ach, das hätte ich wissen können. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte. Schade. Gegner fragt nach Karte. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Ah, Mann, die wollten wir doch haben. Gegner fragt nach Karte. Na, warte. Gegner fragt nach Karte. Schade. Quartett. Och nee. Spiel vorbei. Leider verloren. Ich hatte auch ein gutes Gefühl. Eine Frage der Taktik. Mist. Wir hatten aber auch schlechte Karten diesmal. Wir brauchen Milch. Wir sollten uns noch mal weiter umsehen. So, hier gibt es ja auch noch diese Kristalldings.
Die hören wir uns jetzt mal an. Wir haben nichts verstanden, oder? Nichts verstanden. Das ist ja doof. Wir müssen unseren kleinen grünen Freund wiederfinden. Er ist ja hier hinten drüber abgehauen, als wir ihn verscheucht haben. Schokolade hätten wir da. Aber uns fehlt halt noch das ganz andere Zeug wie Milch und so weiter. Das ist die Rückseite des Baumstammcafés. Vielleicht haben wir das, können wir das als Dietrich benutzen. Ich habe aber eine Idee. Wir gehen noch mal. Jetzt ist auch hier der Typ weg. Jetzt gehen wir noch mal hier oben. Ach, hier können wir gar keinen Sternenhimmel sehen. Noch mal weitergehen. Hier ist auch kein Sternenhimmel. Hier gibt es aber noch zusätzliche Statuen und ich würde vorschlagen, die hören wir uns in der nächsten Folge an. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr auch morgen wieder reinschaut. Bis dann. Tschüss.